gibt es ein bisschen Rückstau, das dürfte aber okay sein. Hier sieht alles gut aus. Also die Stelle, die haben wir ganz gut hinbekommen. Hier oben ist sowieso kaum was los. Okay, das ist für sich genommen schon mal ganz gut, denke ich mal. Jetzt kommen sogar wieder ein paar Leute rein. Es wird im Moment vermutlich so eine gewisse Balance geben hier, hä? Dann kommen wieder ein paar, dann gehen wieder ein paar. Ich müsste hier irgendwo wieder ein schön großes Gebiet auslegen. Nicht genügend Arbeiter. Okay. Irgendwo ein großes Gebiet abstecken, wo ich dann sage, okay Leute, komme zuhauf. Aber das möchte ich dieses Mal ja gar nicht. Boah, die Lage hier, die ist ja... Die hat sich ja gar nicht entspannt. Das ist ja immer schlimmer hier. Und es liegt noch nicht mal am Bahnhof. Der Bahnhof scheint tatsächlich kaum verwendet zu werden. Hier kommen viele Leute raus. Wenn irgendwann hier drauf wollen. Und ja gut, das hier ist vielleicht ein bisschen ungünstig, dass die hier zusammengeführt werden. Da müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen anders gestalten. Sieht ja auch komisch aus. Was ist denn da passiert, bitteschön? Ja. Ich hab eine Idee. Ich trenne diese beiden Wege hier voneinander. Dieser hier wird auf der Höhe, auf der er hier ist. Was soll denn dieser Knick jetzt? Da mache ich das halt manuell. Na, jetzt komm schon. So kriegen wir das hin. Und dieser Weg hier, der wird einmal hier außen herumlaufen. Und von der anderen Seite hier drauf führen, sobald ich das hinbekomme natürlich erst. Vielleicht hilft das ja. Auf die Weise können die hier auf die linke Spur der Autobahn, hier auf die rechte Spur der Autobahn. Gut, wer hier auf die linke kommt und dann hier auf rechts will, das wäre vielleicht noch ein bisschen. Aber ich meine, woran soll ich hier noch alles denken? Jetzt habe ich hier eine Beschleunigungsspur von links. Das war es, was ich eigentlich immer verhindern wollte. Aber ich fürchte, hier an dieser Stelle ist einfach so viel Optimierungsbedarf, dass wir da im Moment nicht drum rumkommen. Aber... Doch ja, ich glaube, so fließt das hier auf jeden Fall schon mal deutlich besser an dieser Stelle. Ist ja schon mal ein Anfang. Aber noch kein Ende in Sicht, denn wir haben hier immer noch ein Problem. Und ich bin mir hier immer noch nicht so ganz sicher, wo das eigentlich herkommt. Es kommt daher, dass die Leute hier drauf fahren und hier darauf warten, dass sie sich endlich einordnen können. Weil hier immer noch ein paar nachfließen. Dadurch entsteht vermutlich dieser Rückstau hier. Ja gut, dieser Rückstau hier entsteht, weil hier... Aber soll ich jetzt wirklich noch eine dritte Linie hier hinbauen, die dann hier... Das artet ja langsam aus, oder? Wobei... Wisst ihr was? Wir haben es doch ohnehin schon so übertrieben hier an einigen Stellen... Da kommt jetzt sich darauf jetzt auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. So, jawohl. Viel Spaß, Leute. Vielleicht hilft's was, vielleicht schadet's was. Wir werden sehen. Auf die Weise sollte der Verkehr von hier aus auf jeden Fall deutlich besser rausfließen können. Kurve hier ist noch ein bisschen hässlich. Aber meine Güte, was soll ich denn noch alles machen? Alles zu seiner Zeit. Wir gucken mal, ob das so jetzt schon mal etwas besser läuft. Ah, diese doppelte Kreuzung hier ist auch noch ein bisschen ungünstig, zugegeben. Jetzt kommt von hier nichts mehr nach.
Das verfälscht jetzt gerade total das Ergebnis. Wenn von hier nichts mehr nachkommt, dann sorgt hier nichts mehr dafür, dass hier der Verkehrsfluss ausgebremst wird. Und dann wirkt es natürlich so, als würde es hier laufen. Ja. Okay, also so richtig besonders läuft hier noch nicht, glaube ich. Jetzt staut es sich hier schon wieder. Weil die hier alle anhalten, weil sie hier unbedingt die Spur wechseln wollen. Echt schwierig, das hier auszumachen. Ich hoffe, das wird jetzt im Let's Play nicht zu langweilig, wenn ich einfach nur in dem Verkehr beim Laufen oder eben beim Stehen zusehe. Aber ich versuche halt gerade wirklich rauszukriegen, wo es hier eigentlich hängt. Wo liegt hier das tatsächliche Problem? Ich glaube, das Problem liegt hier tatsächlich an dieser Stelle hier. Weil die Leutchen, die hier von der Autobahn kommen, nicht fahren können, wenn hier noch irgendwas nachgeflossen kommt. Und zum anderen hier. Weil die hier unbedingt versuchen, sich einzuordnen, dadurch hier die rechte Spur komplett steht. Jetzt überlege ich gerade, was wäre denn, wenn ich hier eine zusätzliche Spur anbringe, die von hier aus direkt hier runter führt. Also direkt hier irgendwo dran führt. Wäre vielleicht auch nicht, jetzt geh weg. Wäre vielleicht auch nicht so ideal. Aber es könnte eventuell schon funktionieren. Ich meine, der Stau hier, der wird ja nicht weniger. Das sehen wir ja. Der löst sich nicht von selbst. Und das heißt, wir müssen hier irgendwas dran tun. Die Frage ist, was? Und ich glaube, eine zusätzliche innere Spur, um es mal so zu sagen, könnte hier tatsächlich was bringen. Hier kann ich nicht schon nach unten bauen, nee. Aber ich kann hier schon mal parallel bauen. Dann komme ich hier nach unten. Jawohl. Und dann ob das was hilft? Dass die Leute diese Straße hier als die kürzere empfinden. Das ist eigentlich Blödsinn. Ich meine, hier oben rum müsste ja dann sowieso überhaupt keiner mehr fahren. Also übrigens sich ja dann komplett, dann könnte ich diese Straßenstücke eigentlich auch komplett entfernen. Und die Leute hier direkt einfädeln lassen. Und dann hätte ich dieses Problem verlagert. Das bringt doch eigentlich gar nichts, oder? Mal kurz schauen, mal kurz beobachten. Noch haben die Leute hier nicht wirklich gemerkt, dass da eine neue Straße ist. Oder sie haben es gemerkt und denken sich, was soll denn der Blödsinn? Das kann natürlich auch noch sein, weiß ich nicht. Ach Mensch, Leute, lass mich doch nicht hier im Regen stehen. So, jetzt kommen die ersten, die hier entlang fahren, aber es gibt immer noch Leute, die außenrum fahren, ja. Das ist halt das Problem hier, ne? Das ist halt einfach das Problem hier. Wenn ich dieses Stück jetzt löschen würde. Dann könnten die Leute hier drauf fahren, sich hier sortieren. Dann fahren hier immer noch alle außen rum. Ich entferne einfach mal dieses Stück hier. Wie gesagt, vielleicht. Nur vielleicht hilft es ja was. Es kann auch schaden. Das weiß ich nicht. Ja, also hier an der Stelle schadet es auf jeden Fall schon mal. Aber die, die hier drauf fahren, die wollen sowieso nicht hier raus.
Einfach mal schauen. Mal schauen und mal abwarten. Ich komme hier später nochmal zurück. Vorher würde ich ganz gerne... Boah, ich würde eigentlich sogar noch richtig große Projekte angehen, ganz gerne. Das ist echt schwierig, du. Jetzt bin ich hier schon wieder bei diesen Miniaturbasteleien. Ich nehme jetzt seit, keine Ahnung, seit über einer Stunde auf jeden Fall schon wieder auf. Und, ich habe das Gefühl, ich habe noch nichts erreicht. Ich meine, gut, wir haben hier ein bisschen was gebaut. Wo übrigens immer noch Arbeiter fehlen. Wir haben hier ein bisschen was gebaut, wo auch Arbeiter fehlen. Nicht genügend Arbeiter. Also generell nicht genügend Arbeiter. Und warum nicht? Weil die von sonst woher fahren müssen, weil hier nicht genügend Einwohner vor Ort sind, vermute ich mal. Oh, und weil hier kein Strom ist. Nee, gut, das mit den Arbeitern ist natürlich doof. Dann fürchte ich, muss ich hier wohl doch ein bisschen Gewerbe wieder wegnehmen und das dahin verlagern, wo die Arbeiter nun mal sind. Das Problem ist, ich kann hier ja, kann ich irgendwie draufklicken oder sowas? Nee, ne? Ich sehe nur generell, dass Bedarf ist, aber ich sehe nicht, wo dieser Bedarf ist. Das ist natürlich ein gewisses Problemchen. Ich mache den Bahnhof hier mal wieder an. Die Linien habe ich ja entfernt. Das heißt, generell dürfte hier etwas weniger Zugverkehr sein als zuletzt. Und mit etwas weniger Zugverkehr könnte das hier funktionieren. Ja, da sage ich mal nichts zu. Was ich mir dabei gedacht haben mag, wahrscheinlich nicht viel. Okay, nächste Baustelle. Ich scheue mich ja ein bisschen hier vorne. Mein Plan ist nämlich, ich will das ganze U-Bahn-System abreißen oder zumindest weite Teile davon und neu aufbauen. Das würde allerdings auch bedeuten, dass ich ein paar Linien entfernen würde. Also eigentlich alle. Und die dann eben auch neu aufbauen. So, der Friedhof hier ist leer, okay. Dann würde ich sagen, kann der jetzt erstmal wieder normal arbeiten für den Moment. Oder nee, warte mal. Ich hatte doch hier extra das Krematorium gesetzt, genau. Das heißt, dieser Friedhof kann hier erstmal weg. Ja, ja, Leute, ist okay. Ihr kriegt einen Park stattdessen. Okay, Leute, in Ordnung? Guckt doch mal hier. Park. Toll, nicht? Ja, anscheinend noch nicht ganz so toll. Kriegt halt noch einen japanischen Park, meinetwegen. Ah, doch, okay. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist ja alles tutti hier. Dann ist ja alles wunderbar. Okay, also was war die Baustelle, die ich jetzt wollte? Die Baustelle, die ich jetzt wollte, war das U-Bahn-Netz. Und ich müsste eigentlich wirklich... Huch. Ich müsste eigentlich wirklich jede einzelne dieser Linien hier entfernen. Na komm, irgendwann muss ich es ja mal machen, ne? Immerhin kann man die Linien hier relativ einfach sehen und relativ einfach bearbeiten. Okay, jetzt ist hier noch eine Linie, die im Kreis führt. Soweit so schön. Kann ich hier jetzt also... diese Tunnel hier entfernen und diese Tunnel auch. Oh, warte mal. Nee, den da wollte ich gar nicht entfernen. Entschuldigung. Sondern das hier wird Teil einer neuen Linie, die dann auch einmal hier runterführt. So. Aber das hier entferne ich. Hintergrund des Ganzen ist, ich möchte ganz gerne einzelne Rundkurse bauen für die einzelnen Städte. Und dann davon gesondert eigene Linien
bauen, die quasi über Land fahren. Das Ganze will ich gerne auch mit den Bussen machen und mit den Zügen. Ich weiß nicht, ob ich mich mit den Zügen wirklich noch auseinandersetzen will. Aber das ist auf jeden Fall die Überlegung, die ich gerade habe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Naja, im Grunde genommen fahren die Züge ja schon, ne? So ist es ja nicht. Also eigentlich müssten wir das gar nicht machen. So, was ist hier los? Gebäude leert sich, okay. Was ist hier los? Kein Platz mehr. Okay, dann leeren wir hier halt mal. Müllprobleme? Die Kukakoroder Weiden haben Müllprobleme? Na, das können wir so natürlich nicht stehen lassen, ne? Die müssen aber eigentlich genug... Tja, naja. Haben wir hier halt mal noch eine Verbrennung hin, vielleicht ein bisschen näher. Oder sollen wir die... Ja, ich will die nicht hier direkt auf das fruchtbare Land packen. Na komm, dann baue ich halt eine dahin noch. Das passt schon. So, was haben wir sonst noch so? Ja, hier oben haben wir natürlich Probleme, Arbeiter zu finden. Ah, wie ist das eigentlich hier? Okay, wir haben hier zwar überqualifizierte Arbeiter, aber wir haben hier Arbeiter. Hier hingegen nicht genügend Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter, nicht genügend Arbeiter. Kriminalitätsrate zu hoch, ja, so ein Ausreißer hat man natürlich immer mal dabei. Aber im Groben, die meisten hier haben einfach nicht genügend Arbeiter. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Leute von Hinterwaldlingen hier oben hierher kommen zum Arbeiten. Also von Vorderwaldlingen nach Hinterwaldlingen kommen, so meine ich. Das wäre ja eigentlich der Plan gewesen, aber irgendwie kommt hier keiner. Na gut, das Einzige, wonach wir Bedarf haben, ist nach wie vor Gewerbegebiet. Und Gewerbegebiet baue ich einfach mal... Ach Mensch, wisst ihr was? Ich baue hier mal weiter aus. Apropos, was sagt hier eigentlich die Verkehrssituation? Hat die sich entspannt? Oha. Oha. Ah, hat sich nicht so wirklich entspannt, hä? Na schön, ihr Lieben. Dann machen wir es halt mal wieder so wie gewohnt, ne? Kennen wir ja nur schon zu Genüge. Ach, da ist die Straße. Okay. Mache ich den Vektor hier ein bisschen länger. So. Und der Ort ist bereits belegt. Ach, Mensch. Meine Güte. Ein japanischer Garten. Dann versetze ich den halt mal ein bisschen dahin, meinetwegen. Das passt schon. Jetzt muss ich hier die Straße natürlich noch ganz schnell vollenden. Man könnte das Spiel natürlich auch pausieren, so ist es nicht. Aber naja. Hier einfach ständig alle möglichen Orte bereits belegt sind. Jetzt komm, jetzt wähl das doch mal aus hier. Ist jetzt nicht schön, aber naja, wird schon gehen. Was hatten wir hier für eine Straße? Okay, so eine. Baue ich die halt auch mal wieder hin. Hallo Spiel, ich weiß nicht, was du da gerade vorhast, aber das hier geht doch. Na also, warum denn nicht direkt so? Dann ziehe ich das noch hier. Dahin. So. Man sieht es kaum, weil natürlich mal wieder alles hier im Nebel versinkt. Aber im Groben, denke ich mal, müsste das so gehen. Und was hat hier keine Anbindung? Was ist das? Ach so, ein Bus. Ja gut, das tut mir leid. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Und hier oben hat noch etwas keine Anbindung. Ein japanischer Garten. Mal wieder. Kommt halt dorthin. So. Gut, okay. Vielleicht hilft ja was.
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sag ich mal. Wir lassen das hier einfach mal so ein bisschen auf sich beruhen. Das hier funktioniert immerhin. Hier ist fast überhaupt nichts mehr los. Was ist los mit dem Güterzugbahnhof? Auf einmal nutzen keiner mehr, oder was? Merkwürdig ist das. Apropos Zugbahnhof, Güterzugbahnhof, wo war er? Hier? Nichts. Hier ist absolut nichts los. Und warum? Liegt das vielleicht wirklich daran, dass die zu weit ab von jeder Industrie sind? Könnte das sein? Na gut, wie auch immer. Ich hätte ja vorgehabt, hier noch ein bisschen Gewerbegebiet einzubauen. Das mache ich jetzt auch. Und dann würde ich sagen... Ja doch, das mache ich wirklich. Ihr wisst noch nicht, was ich vorhab, aber... Ja doch, ich habe es von der Weile schon mal erwähnt und das will ich auch so versuchen. Okay, hier kann ich sogar unterirdisch... Wo kann ich das hier dran knüpfen, bitteschön? Was ist denn das? Ach, das ist die U-Bahn hier, ne? Nö, da will ich das ja nicht dran bauen. Das ist ja Blödsinn. Das ist generell Blödsinn. Gut, dann mache ich das halt von unten her. Ist auch kein Problem. So, ich wollte sowieso noch ein bisschen weniger dicht besiedelte Gebiete hier hinbauen. Was ich jetzt auch mal tun kann. Oh, das ist bereits belegt, jawohl. Ich wollte gerade sagen, da ist eh eine Kreuzung, da mache ich wenigstens keine neue Kreuzung dahin. Aber Ort ist bereits belegt, kannst nichts machen. Was ist das denn hier? Ja, gut, das will ich sehen, wie dieser Ort angebunden wird. Okay, Wasser brauchen wir noch, natürlich. Und dann sorgen wir hier endlich mal für ein bisschen Gewerbe. Mal gucken, was daraus dann wird. Ich würde sagen, baue ich hier mal ein bisschen dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Und dann hier weniger dicht besiedelt. Einfach nur Gewerbegebiet und nichts als das. Noch schreien die Leute nach Gewerbegebiet, aber bestimmt nicht mehr lange. Komm, wisst ihr was, ich pflaster das hier einfach komplett zu. Und dann kümmere ich mich tatsächlich endlich mal um den anderen Plan. Der uns hoffentlich ein bisschen helfen wird. Wird echt Zeit, dass hier mal ein bisschen Schwung reinkommt. Geld haben wir genug dafür, das ist kein Problem. Einnahmen stimmen auch. Also gehe ich jetzt mal hier in den Untergrund und sehe, dass der eigentlich ziemlich überladen ist schon. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ja, das interessiert mich gerade nicht so besonders, offen gestanden. Ja, eigentlich müsste ich jetzt wirklich... Boah, das ist aber auch verworren geworden hier alles. Ich müsste ja eigentlich stellenweise echt ganz von vorne anfangen. Na gut, okay. Also, ich würde gerne... Fangen wir einfach mal an. Das hier wird jetzt eine unterirdische Autobahn. Dann nehme ich direkt die hier. Ich weiß nicht, bringt eine Autobahn mit Lärmschutzwand was, wenn ich sie unterirdisch baue? Naja, ich hoffe da einfach mal drauf. Okay, das hier geht. Das hier geht auch noch. Das hier geht. Keine Sorge, dass es hier total übertrieben ist, weiß ich schon selber. Das geht. Aber ich will natürlich, dass es funktioniert. Also dann hier einen tiefer gebaut, hier jetzt wieder einen höher bauen. So. Und jetzt will ich die ganze Autobahn abschließen, indem ich nach da oben fahre.
Also einmal dahin. Einmal wieder nach unten bauen. Einmal wieder nach oben bauen. Und dann muss ich irgendwo um die Kurve, gell? Genau, hier. Jawohl, das hier ist jetzt eine unterirdische Autobahn, die im Moment noch niemand nutzen kann. Soweit so klar. Aber das wird sich gleich ändern. Mal gucken, wie fange ich das am besten an? Ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit einer Anbindung von dieser Autobahn aus nach... Ja, erstmal noch unten bleiben. Ja, das ist so eine Merkwürdigkeit, die sich immer einschleicht. Irgendwie will dieser Zubringer jetzt einmal rauf und wieder runter gehen in den Boden hinein. Total sinnlos eigentlich. Ich will, dass er hier unten bleibt. Aber irgendwie weiß das Spiel das manchmal nicht. So, okay. Ich würde gerne einmal dieses Industriegebiet hier erreichbar machen auf diese Weise. Na gut, so geht das immerhin schon mal. Das ist schon mal ein Anfang. Und dann würde ich gerne, ja, sagen wir mal von, ich will es auch nicht von zu mittendrin, ich will jetzt hier nicht zu viel wegreißen dafür. Na gut, hier hinten ist sowieso nicht viel Verkehr. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt einfach mal von, hoch, von hier aus. Hier nach unten. Und, Fälle zu steil. Naja, so. So geht's. Besser als nichts. Hauptsache, man kann da drauf fahren. Okay, gucken wir mal weiter. Eine weitere Verbindung könnte ich mir zum Beispiel... Ja, sagen wir mal hier vorstellen, irgendwo hier. Meinetwegen einmal von hier aus, da kommt vielleicht eher von da aus, einmal hier runter. Komm, hier gab's doch gerade, komm, das wollte doch gerade funktionieren, oder etwa nicht? Okay, dann halt von hier aus. Okay, das müsste jetzt verbunden sein. Fahrtrichtung stimmt auch. Wir brauchen natürlich auch eine Möglichkeit der Abfahrt. Und die Linie kommt von hier links. Das heißt, ich müsste eigentlich ohne Probleme hier hochfahren können. Jawohl, das geht. Gut, okay, dann gucken wir mal weiter. Hier unten irgendwo. Ja gut, hier in diesem Gebiet vielleicht, ne? Das wäre vielleicht eine schöne Möglichkeit. Einmal hier rausfahren. Und einmal wieder runter. Und dann verbinde ich das hier einfach mal. So. Mal nochmal unterirdisch schauen. Ja, gerne auch noch eine Verbindung irgendwo hier mittendrin. Was heißt, dass ich verdammt viel wegreißen müsste? Vielleicht an diesen Verteiler hier mit dran? Gucken wir nochmal.
Ja, das ist ein bisschen problematisch hier. Ist ein bisschen knapp vom Platz her. Und wenn ich das noch hier innen lege? Das wäre doch vielleicht eine Option, ne? So, jetzt will der wieder hoch und wieder runter bauen. Das ist doch Blödsinn, ist das doch. Gefälle zu steil. Gut, dann funktioniert das also genauso, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Nicht. Gucken wir mal anderweitig. Gefälle zu steil. Ja, wie niedrig ist denn die... Hä? Okay, in dem Fall drehe ich das Ding jetzt aber um. Denn hier oben kommt die Bahn ja hier von rechts. So, mal kurz schauen. Ja, genau, jetzt kommt man hier raus und kann da... Genau. So, Frage ist, wie mache ich dann die Auffahrt? Das ist schon merkwürdig hier. Das ist schon echt merkwürdig. Hm. Schwierig, schwierig. Von hier aus vielleicht? Fälle zu steil, ja, ja, soweit so verständlich. Jetzt geh doch mal weg hier. Ich sehe ja gar nicht, was ich hier tue. Das kann natürlich auch sein, dass das Projekt komplett nach hinten losgeht und dass diese Bahn hier überhaupt nicht genutzt wird. Aber ich hatte mal zwischendurch einen anderen Spielstand ausprobiert, wo das sehr wohl funktioniert hatte. Das Problem ist, in diesem anderen Spielstand wollte ich zu viel. Zu viel zu schnell und habe meine Stadt anderweitig in den Abgrund geführt. Das würde ich hier natürlich gerne vermeiden, ist ja klar. Hier sind Parke im Weg, auch das noch. Boah, das ist aber auch alles sowas von zugebaut hier. Das ist einfach unglaublich. So, worauf wartet ihr hier? Was ist hier los? Warum fahrt ihr nicht? Es staut sich hier, weil die hier nicht beikommen, weil die sich hier nicht sortiert kriegen. Hier unten läuft es einigermaßen. Hier hingegen? Na, hier wollen unzählige hier raus, ne? Sortieren sich alle hier ein und halten hier den ganzen Verkehr auf. Das ist es nämlich. Na schön. Ihr wisst doch alle, was jetzt passiert. Ah, das Tool hier wieder an. Hä? Wie war's? Nein, ich will hier jetzt nicht unterirdisch bauen. Ein andermal vielleicht, aber jetzt gerade eigentlich nicht. Jawohl, okay. Dann brauche ich jetzt die sechsspurige Straße, ist das. Also einmal hier, bitte sehr. Einmal, das hier ist eine normale Straße. Also eine normale zweispurige. Und das hier ist wieder die sechsspurige. Na komm, so. Gut, okay, soweit so schön. Und wisst ihr was, wenn wir schon mal dabei sind, dann gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht
eine, das hier war ja die Abfahrt geworden. Ob ich nicht vielleicht eine Auffahrt von hier aus hinbekomme. Wenn wir schon mal dabei sind. Kann ich nicht von hier aus irgendwie? So. Bitte, Dankeschön. Dieses Spiel hier macht es mir gerade wirklich nicht einfach, ne? Möchte ich ja nur mal betonen an dieser Stelle. Kann ich hier jetzt vielleicht endlich mal dran bauen? Ach, was soll denn das? Irgendwie will das Spiel andauernd diese Zubringer erst nach oben und dann wieder nach unten bauen. Ich meine, das ist natürlich totaler Blödsinn, ne? Das brauche ich euch ja nicht erzählen, denke ich mal. Das geht. Na gut, gucken wir mal, ob das vielleicht irgendwann einmal genutzt wird. Einmal runter, mal gucken, ob hier überhaupt irgendwas fährt. Da fährt was, da fährt was. Ach Mensch. Gut, es ist noch nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Oh, und die verstopfen hier so ein bisschen zusätzlich diesen Verteilerkreis. Ja. Gut, müsste man schauen, wo die alle hinwollen. Und dann gegebenenfalls eine weitere Ausfahrt bauen. Wo wollt ihr denn alle hin? Bis wir das rausfinden, werden wir wahrscheinlich auch wieder warten, bis wir schwarz sind, vermute ich mal. Hier ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. Wir haben auf die Uhr gesehen. Ich denke mal, ich mache die nächsten paar Folgen einfach ein bisschen länger, dafür, dass hier einfach nichts passiert. Ich meine, das ist ja, das kann ich ja keinem antun hier. Hier steht einfach alles. Die Frage ist, warum? Warum steht hier alles? Warum kommt ihr nicht klar? Unter anderem vermutlich, weil diese Kreuzung hier einfach Mist ist. Na gut, okay, das sehe ich ein. Das sehe ich durchaus ein. Preisfrage ist natürlich, was kann ich da tun? Jetzt stehen hier schon wieder alle, weil die hier raus wollen. Hier steht alles. Hier steht alles. Diese Kreuzung hier ist echt ein Problem. Diese Kreuzung hier ist absolut ein Problem. Ja, jetzt wo hier alles abgeflossen ist, kann hier auch ein bisschen nachfließen und dann geht's wieder. Der Knackpunkt ist diese Kreuzung hier. Nicht mehr und nicht weniger als das. Ja, jetzt geh doch weg, du Dämlicher. Ich hole mir bald wirklich ein Dings, eine Mod, die den Vogel entfernt. Ich sage euch. Okay, dann baue ich jetzt mal noch einen Verteiler hin. Das Ganze ist bald nicht mehr ganz weit draußen. Das Ganze wird bald Verteiler City. Und ich meine, ich sage es immer wieder. Wenn es funktioniert, habe ich da prinzipiell nichts gegen. Es ist nur... Ja, ein bisschen unschön ist es schon. Ich sehe nichts. Die Straße scheint von dort zu kommen. Jawohl. Hier brauche ich auch noch eine Verbindung. Oh, das kann ja auch lustig werden hier. Wie wäre es denn damit, wenn ich diese Verteiler hier verbinde? Also sprich, ich schnapp mir einmal eine Einbahnstraße von, sagen wir mal, hier aus. Das geht so nicht. Sehr schön. Welches Gefälle? Was ist denn hier passiert?
Das soll so aber nicht sein. Wisst ihr was? Dann hau ich hier halt einfach. Keine Ahnung. Kann ich hier sowas hinhauen? Geht das? Das geht sogar. Das ist jetzt im Prinzip auch wie zwei Einbahnstraßen in jede Richtung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hilft ja was. Okay, ich habe hier gerade ein bisschen Industrie abgerissen. Das will ich gerne korrigieren. So, ach komm hier, falsches Tool. Da. So kommen wir hin. Hier direkt in den Verteiler baue ich die jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen ungut, um es mal so auszudrücken. Ich denke, das würde nicht wirklich funktionieren. Preisfrage ist natürlich, haut das so, wie es jetzt ist, denn einigermaßen hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses ganze Gebiet hier mit dem Verkehrsaufkommen ein bisschen überfordert sein könnte. Eventuell, möglicherweise. Jetzt steht hier schon wieder alles. Ah, und hier unten die Straße habe ich jetzt auch gar nicht verbunden. Die müsst ihr eigentlich auch noch. Das ist, ich fürchte, das wird nicht hilfreich sein, wenn ich die jetzt verbinde. Nee, es taugt so nichts. Ich mache hier raus einen Verteiler. Das ist, glaube ich, besser. Sprich, ich schnapp mir diese Straße hier und das Kurventool mal wieder. So, so ein bisschen so eine schöne Kurve rein. So. Machen wir einen großen Verteiler draus. Ich glaube, das müsste besser funktionieren. Diese Doppelverteiler da, das ist, da müssen die Leute einfach zu oft anhalten. Das taugt nichts. Und hier das gleiche Spiel, wie es aussieht. Also wenn ich mir das hier so ansehe, dann müsste ich eigentlich... Mache ich einfach mal. So, wo sind unsere Einbahnstraßen? Hier. Oh, Mann. Okay, hier kann ich gar nicht wirklich hinbauen. Ist aber wurscht, dann muss es halt so gehen. So, okay. Dann die ganzen anderen Straßen hier wieder verbinden. So. Und, okay, das reicht, um hier eine Verbindung zu schaffen. Soweit so schön. Dann diese Straße hier. Ah, das geht jetzt nicht mehr. Tja, na gut. Und diese Straße hier müsste ich eigentlich auch verbinden. Und diese hier eigentlich auch. Das könnte unser bisher größter Verteiler sein, ne? Dieses ganze Viech hier. Ob das so jetzt wirklich funktioniert, wage ich ja noch zu bezweifeln. Na, wir schauen mal. Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung stirbt einfach zuletzt. Tja. Sieht natürlich sehr spannend aus, so von oben. Zuzusehen, wie hier einfach nichts passiert. So, warum steht ihr hier? Was ist hier los? Achso, der will hier weiterfahren. Okay. Ich glaube, ich baue hier noch Einbahnstraßen-Shortcuts ein. Also einmal zum Beispiel, ja doch, ich glaube, von hier unten hier hoch wäre vielleicht eine Option. Und von hier oben hier runter. Auf die Weise haben wir jetzt einen Kreisel im Kreisel. Und Leute, die gar nicht hier außenrum irgendwo hin wollen, können jetzt hier abkürzen. Was irgendwie doof ist, weil hier Kreuzungen entstehen. Aber meine Güte, ich weiß ja auch nicht, wie ich es machen soll. Meine Güte, du. Kukakerode, die ewige Baustelle, ich sage euch. Na, geben wir dem mal ein bisschen Zeit hier. Im Moment steht hier einfach mal alles. Na, jetzt bewegt sich hier was. Jetzt haben sie gerade umgerechnet, wie sie sich hier bewegen sollen, ne? Oder auch nicht.
Na, hier, hier bewegt sich was, hier bewegt sich was. Mal gucken, ob es sich jetzt tatsächlich auflösen kann oder ob wir hier weiterhin Probleme kriegen. Okay, hier haben wir ein bisschen Platz, dass es sich hier stauen kann, wenn das denn nötig sein sollte. Na, hier gibt es schon die ersten, die hier durchfahren wollen. Ah, wenn das mal nur keine Probleme macht.